legendären Ding, die Kauli schon produziert hat. Ja. Schade, das mit dem Putt habe ich gar nicht mitbekommen. Naja. Französisch, hey. Motze, danke für den Prime. Abtausch, auf geht's. Ja, Solide. sicher, super. C5. Kann man machen. Kann man machen, ja? Also hier. Gut. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was die beiden hier fabrizieren. So, er hat direkt geschlagen. Okay, jetzt Figuren raus. Joel, danke für die 5 Gifted Subs. Du, wahrscheinlich bist du jetzt sauer und giftet 5 Subs, aber wäre nicht nötig gewesen. Nehmen wir natürlich mit. So, weiterentwickeln. Springer F6, kurze Rutsche. Kurze Rutsche, wie im Kindergarten. So. Wird Wir nicht haben auf dann Kauli eingeschlagen. Kauli ist eine Legende. Läufer E6 gefällt mir eine nicht. Blunder-Legende. Läufer E6 gefällt mir nicht. Der Läufer besser auf G4 aufgehoben. Viel Ja, der Läufer aktiv. ist ein bisschen passiv hier, ne? Also bringt eure Figuren gerne auf aktive Felder, wenn ihr es könnt. Hier gab es jetzt keinen Grund, den Bauern auf D5 zu überdecken. Der war jetzt nicht angegriffen oder so. Und dann wäre der Läufer auf einem aktiven Feld wie G4 besser aufgehoben. Vor allen Dingen schwarz. Immer die Züge zuerst machen, die man sowieso machen möchte. Und das ist die kurze Rochade hier. Es gibt keine Not hier, erstmal den Damenflügel zu entwickeln. Erstmal die kurze Rochade und dann überlegen, Genau. wohin mit den Rest, mit dem Rest der Figuren. Genau. Erst die Züge machen, die man sowieso machen muss. Hier gute Frage von Klotzer. Steht man als Schwarz mit dem isolierten D-Bauer nicht schlechter? Ja, das ist ein isolierter Bauer, richtig erkannt. Der kann nicht von anderen Bauern auf den benachbarten Linien gedeckt werden, ist deshalb, kann zur Schwäche neigen. Aber wie so häufig in diesen Stellungen bekommt man mehr aktives Spiel. Schwarz hat besseren Zugriff auf das Zentrum, hat manchmal das Feld E4 zur Verfügung. Und hat diese halboffene C-Linie auch zur Verfügung. Und das ist der Gegenwert, den Schwarz bekommt. Aber es kann natürlich passieren, dass Weiß sich so aufbaut und hier auch dieses Feld auf D4 nutzt als Stützpunkt eventuell und einen kleinen Vorteil hat. Also insofern ist es so ein dynamisches Gleichgewicht, in dem strukturell Weiß besser steht und Schwarz eben dynamisch, mit Spiel, mit Aktivität das versucht zu kompensieren. Ja, dafür gehört der weißfeldige Läufer auf G4 in diesen Strukturen, um den Springer auf F3 zu fesseln, standardmäßig. Auf E6 steht er halt nicht so gut, deckt halt nur den blöden D5. Springer B3, guter Zug. Der Springer strebt nach D4. Abtausch gegen den Läufer wäre auch sinnvoll. Und hier auf D4 kann man jetzt den Bauern blockieren. Der Springer steht schön zentral. Manchmal kann der Springer auch nach F5. Und das sieht gut aus. Hier eine gute Frage. Das würde mich auch interessieren vom Buletten Bronco 69. Warum ist das Mikro bei Huschi immer so präsent? Also in my face, sage ich mal. Und bei TBG sieht man keines. Ist die Stimme von TBG etwa so mächtig? Wo ist dein Mikro? Ich glaube, das hätte eher was damit zu tun, wie wir wohnen. Mein Mikro könnte ich hier vor mir nicht aufstellen. Ich habe halt den Schwenkarm hier rechts und. Aber das ist so weit weg von dir, oder wie? Nö. Nö. Man sieht es noch nicht. Man Du sieht es hast nicht, schlau aber es ist gemacht. halt. Man hört mich ja in den Videos etc. im Stream. Passt ja. Na gut. Da hast du es, Buletten Bronco 69. Danke dir, Matt, für das Lob. Okay, Turm E2, das lädt jetzt quasi zu Läufer G4 ein. Das würde direkt hier den Abtausch drohen mit Schwächung der weißen Struktur. Turm E2 gefällt mir nicht. Ich weiß nicht genau, was Nee. davon die Absicht war. Man könnte einfach mal H3 einstreuen. Immer mal ein sinnvoller Zug. Kontrolliert das Feld G4, gibt dem König ein Luftloch. Das kann man immer mal ganz gut machen. Hier Turm E2, er wollte irgendwie den Punkt F2 schon mal überdecken, aber Ah. ja, macht keinen so guten Eindruck. Ja, Läufer G4 ist ein sehr starker Zug. Vor allem, er stellt die Drohung auf Läufer schlicht F3. Wahrscheinlich eine Drohung. Ja. Aber Schwarz lässt sich Zeit. Ist okay. Einfach mal reingucken, nachdenken. Schwarz hat ja auch ein bisschen mehr Zeit. H6 greift den Läufer an. Wieso Auch ein nicht? guter Zug. Ja, vernünftig.
Er geht natürlich zurück, sehr gut. Läufer G3 eventuell, die Dame auf C7 attackieren. Ne? Ich würde jetzt Läufer G4 machen, immer noch, klar. Klar. Hat sich nicht viel verändert. Turm E8, auch ein sinnvoller Zug, aber es nutzt diese Gelegenheit nicht aus. Jetzt hat Weiß die Chance H3 zu spielen oder vielleicht Läufer G3 zuerst. Und Läufer G3 ist ein bisschen nervig, weil die Dame dann wieder zurück muss. Mehr oder weniger, ne? C6 ist nicht gut. Die ja, muss, da läuft mein Springer D4 rein. Ja. So, ich soll einmal den Dank weiterleiten von Ayanas Chess, den wir ja vorhin gesehen haben, an dich, TBG, für das Video zum Killerangriff. Hat er sich inspirieren lassen und wollte es dann gegen dich und dein Team anwenden. Hätte auch fast geklappt. Was kam jetzt? A4, A6. A6. Ja. Hast du das mitbekommen gerade? Was denn? Der Dank von Aenas Chess für deinen Killerangriff. Ah, Video. Danke, bitte. Ich habe kurz nicht zugehört. Ja, das hat man gemerkt. Nein, Spaß. So, A6, A5, Läufer A7. Ja, immer auch Läufer G3, sieht gut aus. Nee, mittlerweile würde ich, glaube ich, Weiß im Vorteil sehen. Hier, Klotzo, H3. Ja, vor, aber Schwarz an. Will nicht Läufer G4 spielen. Ne? Ja, partout Läufer G4 nicht, ne? Muss man mal rausnehmen. Er Läufer will es G4 nicht, muss ne? Muss man mal rausnehmen. Springer G4 macht ja, er jetzt, das aber das ist das nicht Quatsch, viel. Das Quatsch. F2 ist 1000-mal gedeckt von Weiß irgendwie. Vielleicht Springer nach E5 bringen, könnte seine Intention ja, sein. Ja. Aber Weiß hat auch mal Läufer G3. Läufer G3, naja. Ist... Ja, das führt zu nichts, der Springer hier auf G4. Man kann H3 spielen, falls Springer E5, dann schlagen, Läufer G3. Also Weiß hat seine Figuren besser angeordnet hier in dieser Stellung. Ja, inzwischen ja. Gut, Joker in Chess. Ist schon ein bisschen mit der Zeit jetzt hinten dran. 2,5 Minuten, noch hat er ausreichend Zeit. Aber wir sind nach wie vor im Mittelspiel. Also noch ist nicht viel passiert. Die Zeit wird er sicherlich auch noch brauchen. Die Dame ist angegriffen, er muss die Dame wegziehen. Na ja, klar, was sonst? ja. Dame D8 oder so? Ja, er muss zurück, er hat keine Wahl, er muss zurück. Ja, Dame D8, ja, ja. Macht er auch. Jetzt steht der Springer auf G4 natürlich völlig Banane. Ja, weil es könnte einfach H3 spielen oder den dort auch lassen. Springer D4 bietet sich an. Aber vielleicht einfach den einmal zurückdrängen. Ja, dann geht er wieder zurück. Aber jetzt hat Schwarz natürlich ohne Ende Zeit verloren durch dieses Hin und Her. Und auf einmal passt alles für Weiß. Auch dieser etwas komische Zug Turm E2 passt jetzt perfekt rein mit der Turmverdopplung auf der E-Linie. Ja. Weiß hat alle Figuren wunderbar im Spiel. Ja, ja, also ja. Weiß steht jetzt sehr gut. Die Dame auf D8 steht schlecht. Der Läufer auf G3 nervt. Deckt die ganzen Felder hier auf der Diagonale. Vielleicht kann man Springer H5 spielen? Na, wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, zieht der Läufer auch einfach zurück, ne? Ja, ja, ich dachte an Dame F6, aber dann kommt G4 und der Springer ist weg. Ist auch nicht so. Ah, nee, F3 hängt. Ah, nee, so klein ist es nicht. Ja, aber ja, dann hast du dich da auch ja, nicht ja. So optimal aufgebaut, glaube ich. Gut, was macht Joker in Chess? Turm E1 wäre ein sehr natürlicher Zug, Springer D4 ein weiterer, einen der beiden Springer hier nach D4. Also man hat viele Optionen, aber er sollte irgendwas ziehen, denn er braucht die Zeit noch. Springer E5 gefällt mir nicht. Das tauscht einen guten Springer, sage ich mal, gegen einen eher passiven Springer, den Springer auf D7 ab. So. Was macht Schwarz? Könnte jetzt hier abtauschen auf E5. Ansonsten droht Weiß auch nicht so viel. Aber Schwarz hilft es ja, hier ein paar Figuren abzutauschen, damit die Dame auch ein Feld eventuell bekommt. Und insofern war der Abtausch jetzt eher zugunsten von Schwarz als von Weiß. Ja, was würde ich machen hier mit Schwarz? Vielleicht Turm C8, einfach den Turm besser stellen. Der steht auf A8, natürlich passiv. Denkt immer dran, alle Figuren, die noch nicht mitspielen lassen. Ja. Stattdessen spielt der Läufer B8, weiß ich nicht. Ja, hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, weil der Läufer auf G3 ist eine gute Figur und wenn man den abtauscht... Ja, aber ich will als Schwarzer nicht zu viel abtauschen, ne? Also mit Schwarz. Ja, klar, du stehst natürlich strukturell schlechter. Wenn ich jetzt einfach alles abtausche, genau, habe ich einfach die schlechte Struktur. Tür, wenn wir wieder ja. Ich glaube, ich habe das sogar gehört, das Klingeln bei Niklas. Aber ich wusste nicht, woher das Klingeln kommt. Ja, jetzt tauscht Schwarz alles ab. Hier gibt es aber ein Problem, Freunde. Und zwar, Schwarz hat die schlechtere Struktur wegen dieses Bauern hier. Und je mehr er abtauscht, desto mehr gerät er in ein schlechtes Endspiel.
Das ist das Problem mit dem isolierten Damenbauern hier, D5. Man muss eigentlich versuchen, mit Schwarz aktiv zu spielen, ne? Dynamisch zu spielen. Dieses ganze Abtauschen ist nur gut für Weiß. Er deckt den Turm. Ich höre bei Niklas ein paar Mädels. Ich versuche zu hören, was sie sagen. Aber ich kann nichts. Also Weiß droht gerade erstmal nichts. Der E6 ist gedeckt. Der Turm auf A8, der spielt die ganze Zeit nicht mit. Ich würde vielleicht sowas wie Turm C8 spielen. Einfach mal den Turm mitspielen lassen, oder Turm D8. Also Weiß droht jetzt nichts, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da was drohen würde, weil der Turm ist zweimal gedeckt. Naja, geht zurück, vorsichtshalber, deckt den E8 nochmal. Es läuft hier auf ein Endspiel hinaus, ne? Wir nähern uns immer mehr dem totalen Endspiel. So, das totale Endspiel, ja? Niklas hat Damenbesuch, ne? Genau. Das totale Endspiel wird erreicht, indem Weiß besser steht. Okay. Deswegen wollte ich auch nicht zu viel tauschen. Ja, aber ist die Frage, ob das jetzt Weiß hier wirklich nutzen kann, auch mit der geringer werdenden Zeit, weil der Vorteil ist schon minimal. Oh, die Dame ist angegriffen, das muss er sehen. Darf er nicht einstellen. Das ist der Roland. Weiß ich nicht, 90. Ob er Chessens gut studiert hat. Ja, 91, 91. Ja, sag ich doch. Wollte das totale Endspiel. Nee, wir wollen Mauer haben. Dame B4 vielleicht? Ach, ich weiß nicht. Mit Weiß jetzt? Achso. Ja, Dame B4, ich würde ins Endspiel gehen, gegen die Damen vielleicht auch noch tauschen. Oder? Wo sind die besten Chancen hier? Ja. Dame steht sonst sehr, sehr gut auf E5. Also das Endspiel ist... Weiß spielt aber langsam, ne? 40 Sekunden nur noch. Ja, was sage ich doch die ganze Zeit? Ich höre nicht immer hin, Großmeister. Ja, da wird aber mal Zeit jetzt. 30 Sekunden. Joker, lass dir Zeit, mein Lieber. Nimm dir den Joker, komm, nimm dir den Joker, lass dir Zeit. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung, ein Blödsinn. Okay. Weißt du auch nicht, ne? Okay, es droht Dame B7. Das können wir natürlich nicht zulassen. Naja, selbst das, ja doch, droht. Hä? Ja, Dame 1 aber, ne? Ist auch in der Stellung. Ja, aber Läufer D7 muss er, glaube ich, machen, ne? Oder? Weil Läufer C6 läuft in Springer E7 Schach rein. Ja, und am Ende fällt der Bauer auf A6 und dann ist der A-Bauer saftig. Saftig, kräftig, läuft zur Dame. Frisch, ja. Läufer D7, sagst du, ja? Ja, Läufer D7 also, ist, glaube ich, gut, um F5er zu attackieren. Ja. Also an Jokers Stelle würde ich echt versuchen, die Damen zu tauschen, irgendwie. Irgendwie Damen vom Brett nehmen. Gamer Bros YouTube, danke für den Sub. Ja, Läufer D7 ist der Beste, greift F5 an. Das heißt, Weiß darf nicht auf B7 nehmen. Springerschach. Ach du Scheiße, stimmt, da war eine Menge Abzugschachs. Aber der Springer kommt da nicht so richtig raus gerade. Das stimmt. Das müsste irgendwie die. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Oh, er stellt den Springer ein. Oh Gott, das war klar. Ja, aber A6 hängt. Das ist noch nicht. Das ist verloren. Dame E1 Schach. Ja. Gut. Das dazu, ne? Es ist noch nicht vorbei. Wir wissen ja. Wir reden jetzt von Roland, ja. Roland, der auch bei Chessens ist, der jetzt 2 Minuten 50 auf der Uhr hat und 2 mehr Figuren. Der eine Ratingzahl von 1950 hat hier im Klass im Schnellschach. Ja, wollen wir mal schauen, was Chessens so wert ist hier, Freunde. Das wird sich jetzt an diesem Beispiel deutlich zeigen. Kann er das nach Hause fahren? Alles klar. Ja. Ja. Nee, eigentlich eine gute Partie von Joker, aber leider zu langsam. Ne? Das ist, das Zeitmanagement ist wichtig. Und da, ja, das hat nicht gepasst. Leider, leider. Bei Joker hat es geklingelt. Ja, ja, Freunde. Er hat ja massig Zeit, ne? Also, wenn er das nicht gewinnt, dann fresse ich einen Besen, ne? Ja. Das Problem ist, ich habe keinen Besen. Ihr müsst es euch dann vorstellen. Du hast keinen Besen? Ja, ich auch nicht. Hast du einen Besen? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur so einen Wischer. Ich habe jetzt so einen Saugroboter. Bringt der was?
Ich habe ihn noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft, ihn mit dem Wi-Fi zu verbinden. Weiß Mit dem nicht genau. WLAN. Bin mir nicht sicher, ob Saugroboter was bringen. Klar bringen die was. Hol dir eine Dame, D4. Jesus. Was macht der denn da? Ja. Jetzt sei doch nicht so streng, ich meine, bisher hat doch alles richtig Ja, gemacht. alles gut. Okay. Lauf gegeben. Ja. Oh, haben wir damit schon gewonnen? Damit habt ihr schon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das war ja einseitig heute. Das stimmt, Ich ja. bin das gar nicht gewohnt, Das stimmt, Niklas. ist ja auch kein Sub-Battle hier, ne? Ich bin das überhaupt nicht gewohnt, dass wir gewinnen. Gewinnen wir Ja. da tatsächlich die DSSL, die erste Season? Wahrscheinlich, wenn Gunny das erste Match oder gegen euch, ja. Ja, Nö, klar. du kannst ja noch gegen Gunni gewinnen und wir Ach verlieren so, gegen theoretisch, ja, Fritzi. theoretisch. Theoretisch geht noch einiges. Theoretisch, ja, Deswegen, theoretisch. jeder Punkt zählt.